Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich habe das Spiel mir vor ein paar Tagen gekauft, hab vorher noch nie wirklich mit Dragon Age nähere Berührungen gehabt, sozusagen, also die Spielreihe an sich noch nie gespielt. Und ich dachte mir, komm, das war im Angebot, 10 Euro, nimmst du mit, spielst es direkt. Und ja, habe ich gedacht, mache ich ein Blind Test draus. Wie ihr seht, noch nicht gespielt. Also müssen wir wohl mit einem neuen Spiel anfangen. Ich hoffe, das ist alles soweit in Ordnung von der Soundqualität. Bei Beschwerden einfach mal in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, viel Spaß. Okay, jetzt geht's hier schon direkt los. Charaktererstellung. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen männlichen Charakter. Wir können hier Mensch, Elf, Zwerg und Kunari auswählen. Die Kunari sind ein Volk gehörnter Riesen, die einer strengen religiösen Lehre folgen, die als das Quan bekannt ist. Diejenigen, die sich von dessen Grundsätzen angewandt haben, werden als Tal-Vasfasot bezeichnet und verdingen sich häufig als Söldner. Kunari-Charaktere erhalten plus 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. Okay. Das heißt, unten steht immer so eine besondere Fähigkeit der Charaktere. Da würde ich sagen, wir gucken mal kurz durch. Menschen, Elfen und Zwerge, sollte jeder kennen. Menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt. Elfen erhalten einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. Da Zwerge keine Verbindung zum Nichts besitzen, können sie kein Magier sein, erhalten aber einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Magie. Also ich tendiere zum Elf oder zum Zwerg, nur Magier. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Elfen. Schurke. Okay. So, zwei Waffen, Bogenschütze, Zweihandwaffe, Waffe und Schild und Magier. Ich muss sagen, ich spiele eigentlich gerne den Assassinen sozusagen, also ordentlich austeilen, nicht so viel einstecken. Das heißt ja zwei. Die zwei Waffen wären schon ganz gut. Bogenschütze, ja, Zweihandwaffe ist gut. Waffe und Schild. Magier, ich würde sagen, ich belasse es einfach mal auf dem Zweihänder. Oder ich nehme noch das Schild dazu. Krieger sind Frontkämpfer in schwerer Rüstung, die enormen Schaden verkraften können. Sie sind fähig, Zweihandwaffen wie Streithämmer und Großschwerter zu führen, können aber auch eine kleine Waffe mit einem Schild verwenden und ihre Verteidigung zu stärken. Schurken zwei Waffen. Schurken sind Kämpfer, die sich mehr auf Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf schwere Rüstungen. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und vorteilhafte Positionen auf dem Schlachtfeld, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Dabei können sie entweder mit ihren Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz angreifen. Das bedeutet, das ist was Ähnliches. Das ist auch was Ähnliches. Und das ist eine einzelne Spezie. Und ich glaube, wir nehmen den Schurken zwei Waffen, damit wir dann auch noch ein bisschen aus der Deckung mit Pfeilen agieren können. Ja, und so die Schwierigkeit auswählen. Ja, nehmen wir normal. Ah, jetzt sind wir im Charakteranpassungsmenü. Gut, wir können ja schon mal vorgefertigten Kopf nehmen. Ich muss sagen, den finde ich jetzt nicht ganz so hübsch. Warte mal. Der erste gefällt mir eigentlich schon direkt ganz gut. Den nehmen wir. Und passen den mal direkt an. Gesichtsform, Hautfarbe. Was ist das hier? Achso. Ja, komm. Wir sagen, lassen wir einfach direkt so. Augenfarbe würde ich ganz gerne. Ich mag es, wenn die so ein bisschen dunkle Augen haben, so brown. Habe ich auch selber, deswegen ist das alles hier grün. Ah, hier schön. Das ist grau, grün,
grün. Ja, hier, so, das ist so ein... Das könnte... Oh, fuck. Jetzt habe ich das verkackt. Das könnte man aber auf jeden Fall als... Auf jeden Fall dunkle Augenfarbe zählen. Ja. So, lassen wir so. Haare, das ist immer ganz wichtig. Würde ich mal sagen, wir fangen vorne an. Eine Glatze. Ah, nee. Kurzschnitt, bisschen länger. Ah, so eine tolle. Und das ist schon was Gutes. Ja, so ein Undercut. Ja, so eine Weiberfrisur. Das ist auch ganz gut. Ich mag ja eher längere Haare bei solchen Spielen, weil ja, ich finde, es passt einfach besser in das Ganze so rein. Ja, das, weiß ich, wenn so ein Zopf und so ein... Ah, genau, das ist nice. Ich gucke noch kurz durch. Mein Favorit habe ich auf jeden Fall schon gefunden. Ja, hier sind nur noch so kurz Haarfrisuren. Wir nehmen den hier. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. So, Haarfarbe. Gibt es vielleicht so ein Braun? Oh, Grau, dann wären wir auf jeden Fall weise. Hell was. Aber so ein, wir sind ja eher so ein bisschen jünger. Gehe ich von aus. Also, der sah gerade aus wie... Der sieht aus wie... wie heißt er? Der von Star Wars, der neue. Oh, wie heißt der denn jetzt? Ben Solo hier. Ich weiß gar nicht, wie der in echt heißt. Der sieht halt irgendwie gerade so aus. Ja, was nehmen wir für eine Farbe? Ich würde sagen, so ein dunkelblond ist ganz nice. Achso, nee, wir sind schon im grauen Bereich. Ich weiß nicht. Nehmen wir das. Ach komm, weißt du, wir nehmen... Ah nein, das ist... Ach, verdammt. Ach, wir nehmen jetzt einfach das hier und gut ist. So, Stimme. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Die finde ich deutlich besser. Die hier. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Nein. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Das ist viel besser. Das andere war so eine mehr oder weniger 0815 Stimme. So. Ohren. Ohrenposition, Ohrengröße. Weiß nicht, wenn man die Ohren vielleicht... Warum wackelt das? So ist okay. Ohrenposition, wenn man die vielleicht ein bisschen... Das ist mit den Haaren ein bisschen buggy, leider. So, Ohrläppchengröße. Ja, machen wir so. Wangenknochen, ach, das brauche ich nicht. Augenbrauen. Ach, machen wir so ein mittiges Ding draus. Die Augen auf jeden Fall, die sehen irgendwie nicht so schön aus. Sieht ja aus wie so ein, weiß ich nicht. Nehmen wir. Das ist noch so ein jüngerer Knabe. Das heißt, die grauen Haare hätten auch gar nicht wirklich gepasst. So, Augengröße. Ja, das sieht doch in Ordnung aus. Augenposition können wir so lassen. Augenbrauenstil. Ist irgendwie was ganz Normales. Ja, so. Wimpernstil. Ah, so passt das. So, fertig. Nase können wir es lassen. Mund und Kiefer. Nee. Hat der Mund offen? Nehmen wir so. Mundbreite. Bisschen... Noch ein bisschen breiter. Lippendicke, Kieferpartie. Oh, Junge. Ah, lassen wir auch so. Ach ja, Narben und Tätowierungen. Am liebsten. Erstmal diese... Warte mal, das mache ich erstmal weg. Erstmal hier diese Tätowierungen weg. Weil die irgendwie scheiße aussehen.
Hey, geh hier nicht weg, das ist ja dumm. Ich würde die gerne weg haben, dafür irgendwie eine schöne Narbe. Na, gut, die müssen wir also haben. Dann nehmen wir hier diese ein, weil ich hatte, oh, das gesehen. Hier so ein, genau, nehmen wir das hier. Das ist doch schon ganz cool. Wir lassen das am besten in der Farbe, wie es ist. So, Narben. Ich sehe hier keine Narben. Achso, Narben. Ja gut, da gibt es irgendwie keine, das ist ein bisschen blöd. Gut, egal. Make-up. Lidschatten. Farbe der Augenunterseite. Jungs, das ist mir, vielleicht auch Mädchen, das ist mir so egal. Ich finde, der Charakter sieht so ein bisschen noch kindlich aus, aber von der Seite eigentlich schon ganz cool. Vielleicht der Bart fehlt irgendwie. Achso, nee, ich wollte das nicht. Kopf und Ohren. Wangen, Stirn. Gibt's, kann der keinen Bart haben? Haare, Haarfarbe, Stimme. Na, ist alles klar, dann haben wir also kein Bart. Und ich würde sagen, Änderung übernehmen. Gib dem Charakter einen Namen. Mal kurz gucken, wie das hier geht. Umbenennen. Wir nennen den ganzen Charakter natürlich Rokorti. Warum ist da ein Rokorti? So. Und los geht's. Auf ins Abenteuer. Wir befinden uns also gerade in Gefangenschaft. Captain Obvious. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Nice, jetzt können wir hier also selber interagieren. Wir nehmen das untere. Manchmal ist Schweigen besser als Reden. Kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Jetzt können wir hier... Ich würde mal sagen... Aber wir können hier sozusagen so ein... Also so ein Charakterpfad annehmen. Ich würde sagen, wir protestieren ein bisschen und sagen... Lass mich gehen. Was auch immer ich eurer Meinung nach getan habe, ich bin unschuldig. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana.
Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Okay, nice. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande. Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Gut, also kurz zusammenfassend. Wir sind wieder der Auserwählte. Müssen dieses, diesen Riss machen. Und ich würde mal sagen, wir fragen ganz protestierend, der rettet es mich, wenn ich euch helfe. Wenn ich tue, was ihr verlangt, werde ich also überleben. Das lässt sich unmöglich sagen. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Okay. Begib dich mit Cassandra zum Riss. Verwende. Euer Mal muss an etwas kleinerem als der Bresche getestet werden. Gut, wir sind jetzt also auf dem Weg, diesen Riss, wo ist er? Da oben, da, diesen Riss müssen wir jetzt also schließen. Und ja, wir haben jetzt den Charakter erstellt, wir stehen hier als unser Rokordi mit der Cassandra da, und sind auf dem Weg dahin. So, wahrscheinlich erwarten uns mehrere kleine Abenteuer und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Dragon Age. Habt noch einen schönen Tag, haut raus, bis dahin, ciao, ciao.